Willkommen zum Level Up Talks Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zum Level Up Talks Podcast. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast für euch vorbereitet, ein wahrer Tausendsasser. Er hat schon mehrere Unternehmen gegründet, hat mal mit einer Bar angefangen, sitzt heute als CEO der Contest GmbH bei uns, Gründer der Contest Stiftung, hat unter anderem aber auch Debitor mitgegründet und wir haben ganz, ganz viele Sachen, über die wir heute sprechen können, ganz, ganz viele tolle, interessante Ansätze für euch vorbereitet, die wir dort einbringen können. Um wen geht's? Es ist Christopher Plantener, der uns heute mit seinem Besuch oder in seinem Office empfängt. Wir sind heute wieder mal in Berlin, allerdings nicht im Hinterhof tatsächlich, sondern in einem richtigen Office. Das war was ganz anderes und wir freuen uns auf einen tollen Dialog. Christopher hat gesagt, der Podcast ist sein Lieblingsformat, deshalb auch alles nichts Neues. Ihr werdet das merken, er geht hier durch wie ein Profi und wir freuen uns darauf. Christopher, danke, dass du die Zeit genommen hast, was weiterzugeben und danke an der Stelle auch wieder an Pure Motion, die uns hier mit dem Video und mit dem Ton unterstützen, das alles für euch möglich machen. Bevor es losgeht, wir haben immer unsere kleine Einstiegsfrage und das ist quasi die Selbstvorstellung bei der Sommerparty in der Nachbarschaft. Du bist irgendwo neu hingezogen und jetzt bist du das erste Mal Grillerchen, Bierchen und dann steht neben dir der Nachbar am Grill und sagt, sag mal, Chris, was machst du eigentlich? Ui, okay. Spannende gleich Intro, geht da gleich rein hier. Challenge für mich erstmal. Freut mich total, dass du hier bist. Also, was sage ich dann? Ich sage dann, ach ja, du, ich habe eine Bank gegründet. Dann lasse ich immer eine Kunstpause, ne? Stimmt auch technisch nicht ganz genau, aber für den Garten-Gag funktioniert es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und dann so, echt jetzt krass, was ist das? Und dann so, naja, also ein Konto für Selbstständige und außerdem das Thema außerdem Steuern noch bedient, das ist das, was ich in kurz dann sagen würde. Okay, sehr cool. Das klingt viel zu kurz für das, was Chris eigentlich zu erzählen hätte, weil es ist eine echt beeindruckende Geschichte. Du hast dich selbst als Legastheniker bezeichnet, hast mal die Waldorfschule besucht und dorthin würde ich auch gerne mal zurückgehen, inwieweit das vielleicht schon Einfluss hatte auf dein heutiges Wesen. Du bist ein Charakter, das sieht man schon, das fühlt man dann, denke ich auch. Aber der Weg dorthin letztendlich, was hat dich davon schon gezeichnet? Wie warst du auch als Kind? Unter welchen Umständen bist du aufgewachsen? Okay, jetzt gehen wir mal ganz weit zurück. Normalerweise gehen wir so weit nicht zurück, wird spannend. Also ja, genau, bin der Älteste von fünf Kindern. Genau, du meiner frühesten Jugend war ich ein ziemlich verschlafener Phlegmatiker. So berichtet man es von mir. Die Welt da draußen, die passierte und ich hatte so mein eigenes Tempo. Mit allem drum und dran, wie du schon sagtest, ich habe, glaube ich, erst in der fünften Klasse Lesen und Schreiben gelernt. Also wirklich zu dem Punkt, wo man dann sagen kann, das lassen wir jetzt gelten, ja. Was natürlich, wie soll ich mal sagen, unter normalen Umständen, und du sparst schon die Schule an, da ist es dann tatsächlich möglich, Klischee. Aber im Endeffekt, was hat es mir gezeigt? Es hat mir gezeigt von Anfang an, dass Scheitern überhaupt nicht das Problem im Leben ist, ne? sondern das halt wieder aufstehen und wie du mit dem Thema von Scheitern einfach umgehst. Ja? Und das, glaube ich, ist sehr hilfreich. Ich habe selber heute vier Töchter. Mache ich mir natürlich viel Gedanken auch so erziehungstechnisch, was kann man ihnen mitgeben. Sind die auch auf der Waldorfschule? Die sind auch alle auf der Waldorfschule, ja. Das kann man ihnen mitgeben und da ist wirklich dieses so, natürlich wünscht man seinen Kindern nicht per se zu scheitern, also, aber dieses Umgang und auch wirklich das Thema ist. Ne? Wir kommen dann noch, ich habe später da drauf, ich habe acht Unternehmen insgesamt gegründet, natürlich auch das ein oder andere Mal eins ordentlich in die Fresse gekriegt, aber dass man dazu, das ist irgendwie immer so ein bisschen an mir abgeprallt. Ich habe das nicht so wahrgenommen. Schon damals nicht. Natürlich war es mir unangenehm, wenn ich aufgerufen wurde und vor der Klasse was vorlesen musste und das ist da nicht, hat da nicht funktioniert. Kann ich auch keinem als Erziehungsstil empfehlen. Ja. Aber ne, egal. Aber so ging es dann weiter. Irgendwann mal, das bei mir hat es dann, glaube ich, ich bin schon recht früh, ich glaube es war so in der fünften, sechsten Klasse oder sowas, habe ich zu meinen Eltern gesagt, ich will gerne ins Ausland. Und bin dann für ein paar Monate
nach Frankreich gegangen, hatte mein Vater eine Freundin und da habe ich da dort gelebt und so, also in dem Alter war das schon, ne? Und das hat mich dann so ein bisschen auf den Geschmack gebracht, sodass ich dann 2 Jahre später oder in der 9. Klasse war das dann auch für ein Jahr nach London gegangen bin. Und da kam das so, ich habe dann insgesamt 20 Jahre meines Lebens im Ausland verbracht. Von 30, ja. Aber da kam dann im Endeffekt so dieses, der Hang daher. Ich habe auch relativ rasch, da war ich glaube ich, so kam ich gerade aus London wieder, so mit 16, total lustig, wenn man es heute denkt, wollte ich werden? Ich wollte eigentlich Diplomat werden. Das war für mich das, weil es gab 2 Sachen. Ich interessiere mich sehr für Politik, kommen wir vielleicht auch später noch mal ein bisschen drauf. Und das Ausland hat mich halt immer fasziniert. Ich wollte alle 3 Jahre rum. Und ist nichts geworden aus der Geschichte, ist auch gut so. Ich glaube, das Beamtentum wäre so gar nichts für mich. Das habe ich mir halt klar, als 16-Jähriger kann man das sich nicht richtig vorstellen. Aber diesen Lebenswandel, alle 3 Jahre neu wohin zu gehen, den habe ich dann einfach selber. Ne? Nur dann als Unternehmer und nicht als Diplomat. Diplomatisch, glaube ich, im Umgang mit Menschen bin ich heute noch und politisch interessiert auch, aber um Gottes Willen bin ich weit entfernt von jeglichem Beamtentum. Genau. Du warst 20 Jahre lang im Ausland und hast das alle 3 Jahre gewechselt. Also zuerst Frankreich, dann London, dann... Genau, erst Frankreich, dann London. Dann habe ich mein Zivi wieder in Frankreich gemacht, in verschiedenen Stellen. Dann mit meiner Frau nach Südfrankreich gezogen. Dann Dänemark, dann Kanada, dann wieder zurück nach Dänemark. Dann kurze Stippvisite wieder in Deutschland, Berlin, wo ich mal studiert habe. Dann, was kam danach? Dann Brüssel. Dann wieder Dänemark und jetzt seit 5 oder 6 Jahren wieder Deutschland. Also hin und her und hin und her. Was bringt einen dazu? Also was ist so ein, das klingt ja sehr volatil, sage ich jetzt mal. Und was bringt einen Menschen dazu, so oft seine Heimat, seinen Standort zu wechseln? Welcher Antrieb ist da dafür? Es ist eine gute Frage. Ich meine, das ist vielleicht ist bei uns in der Familie verwurzelt, obwohl mein Vater, glaube ich, seine Heimat kommt aus Süddeutschland, nie mehr als 50 Kilometer verlassen hat. Also wir sind 5 Kinder zu Hause und 4 davon haben auch einen großen Teil. Meine Schwester ist Australierin mittlerweile und lebt dort fest und so. Also viele von uns sind auch lange Zeit auch im Ausland gewesen. Ich habe vielleicht den Trend losgetreten. Ich weiß nicht, mich hat es immer fasziniert. Ich bin kein Mensch, der per se gerne also so Urlaub macht, also reist. Das finde ich schon auch schön, aber das ist jetzt nicht so ein mega Antreiber. Aber ich liebe es, in ein neues Land zu kommen und wirklich so mir 2 oder 3 Jahre Zeit zu lassen, die Sprache zu lernen, die Kultur zu verstehen. Bin auch schon seitdem ich 19 bin mit meiner jetzigen Frau zusammen. Wir haben das immer zusammen gemacht, die Welt bereist und ist nichts Cooleres, finde ich. Du kommst in eine neue Stadt und checkst die Märkte ab, du checkst die Sachen ab und dann wirklich die Menschen verstehen. Halt nicht nur so oberflächlich, sondern reinzugehen. Und ich glaube, das ist ähnlich, wenn man ein Unternehmen gründet dann später. Ne? Es ist auch immer so, es ist nicht halt an der Oberfläche langkratzen, sondern mal wirklich in was einsteigen und versuchen, das wirklich zu verstehen. Das klingt ein bisschen, wie als wärst du Künstler quasi. Das passt ja auch zu deinem Bildungsweg und so ein bisschen zum Rumtreiber. Aber trotzdem hast du es ja geschafft, auch wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ich glaube, das ist ja die interessante Kombination. Jemand, der... Ich nenne es Affinität fürs Leben, für die schönen Dinge, für die Hingabe für sowas zu haben, für Kultur und für Menschen, aber trotzdem in der Lage zu sein, wirtschaftlich was auf die Beine zu stellen. Wie hat sich das für dich vertragen oder warum hat das für dich funktioniert? Naja, ich meine, erstmal komme ich auch aus einem per se aus einem Unternehmerhaushalt. Mein Vater ist Arzt, aber man hat seine eigene Praxis gemacht, hat nie jemand verstanden, warum wirst du nicht Chefarzt und alles drum und dran. Das war für meinen Vater von Anfang an klar, er will das selber machen. Ne? Ist jetzt natürlich kein Riesenladen, hat irgendwann mal 5 Angestellte, glaube ich, und so. Aber das war natürlich schon so ein gewisses Value-Set, was auch immer vorgelebt wird und so. Und ich habe schon ganz früh angefangen. Ich war noch in den Schulzeiten, da wollte ich mit einem Kumpel, weiß
noch Vespas aus Italien importieren. Lustigerweise eine andere lustige Geschichte mit meinem jetzigen Co-CEO. Ich teile ja meine CEO-Position mit Ben. Wollten wir mal im Anfang, wir haben zusammen in Kopenhagen studiert, wollten wir zusammen mal eine Flight Brokerage Firma gründen. Das waren so die ersten Versuche, die haben beide, das waren so Ideen, wir hatten die ersten Kunden, haben es ein bisschen gemacht, aber dann geendet. Das waren die ersten Anläufe in jungen Jahren. Aber das war eigentlich so von Anfang an schon in meinem Blut. Ich habe auch schon mit 16 mein erstes Jugendcafé gemacht, damals noch auf Non-Profit-Basis. Aber irgendwie das Unternehmerische, das war halt immer da. Und Unternehmertum heißt schon auch, auf eigenen Beinen stehen und auch das Geld zu verdienen. Also ich meine, im Endeffekt bin ich nicht glücklich. Ich freue mich total, wenn Ideen umgesetzt werden und alles drum und dran. Und ich habe mal eine Zeit lang auch pro bono, zum Beispiel Startups beraten, wo ich dann auch kein Geld für genommen habe. Das ist auch total in Ordnung. Aber natürlich wird unternehmerischer Erfolg auch monetär gemessen. Nicht nur, aber auch. Und ich wäre einfach für mich nicht zufrieden gewesen, wenn ich nicht auch das hingekriegt hätte. Und ich glaube auch, wenn per se das Wort Unternehmer, ich meine, du unternimmst was, aber es passt auch, es ist auch immer Teil der Journey, dass du damit Geld verdienst. Und ne, du wirst sonst nicht voran, sonst kannst du deine Träume nicht verwirklichen. An welchem Punkt hast du dann das erste Mal gegründet oder was angeschoben quasi? Also wo war quasi das erste Mal? Ich glaube, die Cocktailbar war das erste richtige Business, hast du mir erzählt. Ja, also wie das Erste, wo ich wirklich dann halt für mich selber und wo es ums Geld verdienen per se ging. Ich habe, wie gesagt, ich hatte mit 16 schon auch ein Café gemacht und so. Da ging es halt einfach Non-Profit, aber es musste auch aufgebaut und organisiert werden und alles drum und dran. Dann, die Cocktailbar, das war am Ende meines Studiums. Bin auch während meines Studiums natürlich viel rumgekommen, deswegen dann auch, war glaube ich 8 oder 29, als ich dann meinen Master schlussendlich in der Tasche hatte. Und ich hatte aber, ich mag studieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist mir natürlich auch alles nicht praktisch genug. Ne? Und dann, ja. Ich bin fast crazy geworden, weil ich einfach so dieses so, es kann nicht sein, wir können nicht nur über Unternehmertum reden, aber es nicht machen. Und wir waren drei Jungs zusammen studiert und ich weiß, wir sind hier durch Berlin. Das waren natürlich die coolen Jahre, wo Berlin hier noch die Cowboy City war und sind rumgefahren und ich fand so einen alten, das war eigentlich eine Mülldeponie, mehr oder weniger, also keine echte, aber der hat den Leuten irgendwas halt hingeworfen. Das war hinter so einem Häuschen von einer Lady, die da morgens irgendwie von 4 bis 4 Uhr nachmittags strammer Max und was auch immer an Gerüstbauer. Ne? Yeah. Und die hat aber die Junk-Lizenz und alles. Und dann haben wir gesagt, guck mal, wir räumen hier den Hinterhof frei, den ganzen Müll. Und wir kippen da ein bisschen Sand hin, bauen uns ein paar Bänke und bauen uns da eine Strandbar aus. Ne? Yeah. Und so fing das Ganze an. Nach 3 Monaten Break-Even gereicht. Ich musste damals die Buchhaltung machen. Und so ist eigentlich der rote Faden in meinem Leben entstanden, weil ich habe alles falsch gemacht, dass man falsch machen kann. Ja. Echt Konsistenz. Und seit 15 Jahren versuche ich jetzt eigentlich mit dem Thema hier Banking, Buchhaltung und Ähnliches, all die Fehler, die ich damals gemacht habe, mit Software und Ähnlichem auszumerzen. Das ist, du hast mir das ja erzählt, dass quasi dein Fokus die Solo-Selbstständigen sind. Das ist irgendwie so die Zielgruppe, wo du auch im Herzen verbrennst, weil du sagst, die rauschen irgendwie durch jedes Muster so durch. Ne? Da hat sich das wahrscheinlich dann auch entwickelt. Was kam nach der Cocktailbar? Ja, meine Frau hat einen Job in der Kommission und dann bin ich nach Brüssel gegangen und habe dort, also wirklich so als klassischer Freelancer, für eine Agentur und habe für mehrere Agenturen gearbeitet. Habe dann einer Werbeagentur, Dentsu in Brüssel, einer japanischen, geholfen, ihre Digitalabteilung aufzubauen und so weiter und so fort. Und dann war so die erste Gründung, das Jahr kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen, wann es war, aber als wir gerade wechseln, ich bekam gerade meine erste Tochter, meine Frau wollte wieder nach Dänemark und dann war Jobs in Kopenhagen, Jobs in Hubs war die Firma. Das war, wir stellten halt raus, in Brüssel, aber auch in vielen anderen Städten gab es halt sehr viele englischsprachige Leute, die nicht die Landessprache sprachen, die aber irgendwie einen Job brauchten. Und so fingen wir quasi an, dann ein Jobportal aufzubauen. Das war einfach so ein Kumpel, eine klassische Schnapsidee in der Bar, ne? Wie es halt so ist. Und dann kam der 2 Tage später, guck mal, ich habe da was programmiert und gemacht. Und ich so, ey, krass, lass uns das mal. Und dann haben wir das so nebenher gemacht,
und irgendwann mal wurde aus dem Nebenher dann, das machen wir jetzt Vollzeit, haben das dann irgendwie, glaube ich, in 14 Länder gebracht. Ich habe dann irgendwie alle Freunde, die ich kannte, hatte ziemlich viel in Brüssel, internationale Freunde mit rangeholt, habe gesagt, komm, du machst mal Jobs in Sweden und du machst mal Jobs in Spain und so. Und da habe ich den ersten Kardinalsfehler gemacht. Ich war so begeistert, dieses Geschäft aufzubauen und meine Freunde mit reinzuholen, dass ich halt allen gesagt habe, komm, du nimmst das Land und was er da verdient, das kriegt er auch und so. Ja, und dann irgendwann mal wachte ich auf, so, oh shit, ich habe fast gar nichts mehr selber. Ich werde kein viable Business aus dieser Geschichte hier machen können. Wir werden keine VCs oder sowas finden, weil im Endeffekt jeder, das war so franchise-mäßig aufgezogen, jeder hat die Rechte für sein Land. Und so musste ich dann oder habe dann relativ rasch entschieden, okay, ich muss mich da jetzt rausziehen. Heute tut noch einer meiner Co-Founder, betreibt es noch weiter, ist ein kleiner Laden, ist nicht riesig groß, aber das war so eins der Learning. Ist zwar schön, wenn du alle Leute reinholst, an einem Projekt beteiligst, aber wenn du alles verschenkst, hast du nachher nicht mehr die Möglichkeit, davon zu leben. Das war ein ganz naiver Fehler am Anfang. Also quasi habt ihr eine Art HR-Agentur aufgebaut für die englischsprachige Zielgruppe in dem Land. Genau, es war einfach nur ein Jobboard damals. Ne? Ja. Aber wir reden ja, das sind ja noch die Anfangsjahre des Internets, mehr oder weniger. Da ist ein Jobboard, ist noch eine richtige Firma. Ne? Ja. So heutzutage wäre es ein Projekt, aber damals war es eine Firma. Halt, ne? Aber daraus entstanden ist dann eigentlich das nächste Projekt, weil auch da, ich habe noch ein bisschen, ich weiß noch, in Brüssel noch ein bisschen geholfen, Xing so anzuschieben. Aber damals waren Xing und LinkedIn auch noch sehr, sehr, sehr klein. Und dann hatten wir als nächste Idee, daraus entstanden dann die Idee, quasi so eine Art Lebenslaufplattform zu machen. Ne? So das, was eigentlich LinkedIn heute ist, aber damals war es ist halt noch per se nicht so. Und dann haben wir das quasi versucht, natürlich naiv, weil dann irgendwann auch LinkedIn den Gar ausgemacht hat. Aber das war so eigentlich das nächste Projekt. Da haben wir auch mit der Firma gemerged, die hat das für SAP-Entwickler gemacht. Und wir haben dann quasi hatten dann irgendwann mal, glaube ich, 100.000 SAP-Entwickler, Lebensläufe von denen und so. Also war dann mal so der kurze Episode und Abstecher in die HR, die fast jeder Gründer irgendwann mal macht, glaube ich. Ist das so, ja? Also irgendwann kommt jeder am HR auch vorbei. Ja, ich habe immer so, das ist halt so ein Problem, ne, wenn du so ein klassischer Gründer bist, der halt immer so problemgetrieben ist, ne, dann guckst du halt so in deinem Umfeld und da hast du halt sehr schnell, kommst du halt an diesem Problem vorbei. Ne? Und du kannst dir relativ einfach zum damals, ne, lass es uns 15 Jahre zurückdrehen, da ist die Welt halt noch ein bisschen eine andere. Yeah. Da konnte man halt dann einfach ein Unternehmen gründen. Waren, wie gesagt, auch nicht mega Erfolge, aber auch Komoto, das war dann die x-te Firma, ich weiß auch nicht mehr genau in der Reihenfolge, auch die gibt es noch. Ich manchmal verwechsel ich, weil zwischendrin, ich habe dann auch mal noch hier ein Callcenter mitgegründet, habe eine Werbeagentur, jetzt mittlerweile habe ich sie echt auf. Nee, ich tue es immer noch als One-Man-Show manchmal mit Kunden nebenher noch betreuen, aber das habe ich auch 14 Jahre gemacht, habe ich als ich in Skandinavien gelebt habe, skandinavischen Firmen geholfen beim Markteintritt in Deutschland. Ne, so ein klassisches, hatte auch mal ein paar Angestellte, war aber jetzt nie riesig groß. Aber auch wenn ich zwischen Projekten, wenn ich mal wieder kurz vor der Privatinsolvenz war und die Ärmel hochkrempeln musste, dann sage ich immer, was macht man dann, wenn man auch 3 Jahre auf der Business School war? Man geht ins Consulting. Ne? Ja, das geht immer. Und das geht immer, genau. Und dafür ist es natürlich ganz gut, wenn man dann auch eine kleine Agentur hat, die dann immer noch, die man dann nimmt. Habe ich jetzt lange nicht mehr gebraucht, aber hatte ich dann immer noch nebenher. Es klingt so ein bisschen wie ein Tausendsasser. Und jetzt wird die Frage wahrscheinlich kommen, wie schaffst du es dann, dass du nicht viele Sachen ein bisschen machst, sondern auch richtig? Also, dass man dann nicht den Fokus für die Sache verliert, die es halt vielleicht braucht. Oder bist du einfach in der Lage, das so schnell aufzubauen, dass es dich als Person gar nicht immer so sehr benötigt? Nee, also ich meine, in den Anfangsjahren, wie gesagt, das waren jetzt auch keine Riesenerfolge oder die Unternehmen hatten jetzt auch keine hunderte von Mitarbeitern und alles drum dran, sondern ich habe einfach angefangen, ich habe Sachen gelernt, ich bin, glaube ich, heute so gut darin, ein Unternehmen aufzubauen wie kaum jemand, einfach weil ich es so oft gemacht habe. Aber irgendwann kommst du natürlich dann auch an den Punkt, wo du dir dann sagst, so ja gut, okay, jetzt habe ich jetzt auch schon oft gemacht, wenn ich noch irgendwas lernen möchte, dann muss ich jetzt auch mal ein bisschen weitergehen. Ne? Das war dann
Der Punkt bei meiner letzten Firma, hat es ja vorher auch schon kurz gesagt, Debitur, die ich gegründet habe, Buchhaltungssystem, da bin ich dann auch schon ein paar Jährchen mit dabei geblieben. Und ich weiß noch, ich bin irgendwann mal, als ich bei Debitur war, dann, wo ich an diesen typischen Punkt gekommen bin, wo ich eigentlich, wo es mich dann gelangweilt hat, das passiert mir dann häufig. Ne? So klingt die Geschichte, ja. Genau, ne? Da war ich hier in Berlin bei einer großen Agentur und die suchten jemanden, Geschäftsführer, der ihren Digitalbereich aufbaut, und ich hatte dann ein Interview. Und ich habe dann mit denen irgendwie gesprochen, und ich muss wohl in diesem Interview so begeistert von meiner Arbeit bei Debitur erzählt haben und was wir da gerade machen, dass am Ende der Geschäftsführer, der mich interviewt hatte, mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, Chris, wir wissen doch beide, du liebst deinen Job so sehr, du suchst gar keinen neuen. Und in dem Moment hat es bei mir Klick gemacht. Ich habe gesagt, eigentlich, weil vorher hatte ich sehr viel auch dieses Agenturgeschäft und ne, dann ist man nicht so lange mit dabei und alles. Und dann habe ich gesagt, nee, ich habe echt mal Bock, wirklich auch durch diese wahnsinnigen Täler des Todes durchzugehen. Ja? Weil eine Gründung ist halt schon auch echt mal, klar, und kommt oft an diese existenzbedrohenden Situationen und alles. Aber ich habe echt mal da Bock drauf, weil ich will sehen, wie sieht es auf der anderen Seite aus. Und da habe ich mich dann wirklich gepusht. Ich weiß nicht, wie lange ich bei Debitur dabei war, 4, 5, ich weiß nicht, wie viele Jahre. Was jetzt in dieser Internetwelt ja schon, die Firma wurde zweimal verkauft in der Zeit. Also von dem her, das war schon ganz schön, das war schon eine ganz schöne... Hattest du dann noch Anteile? Genau, ja, ich hatte noch, bis sie dann an SumUp endgültig verkauft wurde, auch noch Anteile, genau. Jetzt nicht, das war ja ein Intrapreneur-Projekt. Ich war eigentlich als Berater bei einer dänischen Firma, die war so ein bisschen das Datev des Nordens, und habe denen dort geholfen, Deutschland, Südeuropa, den Markt aufzurollen mit meiner Agentur. Ne? Und bin dann drauf gekommen, so, es kann eigentlich nicht passen, die Produkte, die wir anbieten, auch in Deutschland, sind immer viel zu kompliziert, ne? Weil ja, die One-Man-Show, klar, die verstehen die nicht und so. Und dann habe ich eigentlich zusammen mit denen, aber ich war der Ideengeber oder Initiator, deswegen nenne ich mich auch, oder bin ich auch der Gründer dieser ganzen, aber es war eigentlich ein Intrapreneur-Projekt innerhalb dieser Firma. Und das lief dann auch sehr gut. Wir sind irgendwie europaweit, haben das gelauncht, hatten sogar, glaube ich, nach meinen 50 Ländern Kunden und alles. Und dann wurde die Firma einmal verkauft, war dann auch selbstständig und wurde dann nochmal wieder an SumUp verkauft. Und da hatte ich dann auch schon immer im Anteile, aber natürlich als Intrapreneur hat man nicht so viele Anteile, wie wenn man das jetzt wirklich, ne, wenn man startet und 100% selber als Gründer am Anfang hat. Ne? Hast du bei den Firmen vorher schon mal Kasse machen können? Oder war das immer so ein auslaufendes Modell? Also hast du irgendwann mal finanzielle Schwungmasse mitgenommen? Mhm. Leider nicht. Also die Exit, also ich meine natürlich aus heutiger Perspektive sind sie so zu belächeln, ne? Aber wir haben jetzt hier Unicorns und das konnten wir ja auch vor 15 Zeit, ja, Jahren, es waren andere Zeiten. Also natürlich war es nett, dass es mir einen Teil meines Hauses finanziert hat oder sowas, aber wir reden immer noch einen Teil des Hauses und nicht das Haus, das Ganze. Ja? Also von dem her, nee, das ist es nicht. Und so, klar, die Projekte werden größer und jetzt bei Contist hier sieht die Welt ein bisschen anders aus. Ne? Aber ja, es hat auch ein paar Anläufe gebraucht. Aber sagen wir mal so, ich kann mich finanziell und habe mich finanziell nie beschweren dürfen. Das bedeutet aber, dein Weg war jetzt weniger derjenige, wo du sagst, okay, ich habe irgendwann mal einen großen Exit gemacht, habe das Geld mitgenommen, als Schwungrad weitergespielt, sondern du hast sehr über dein Netzwerk gemacht, über die Leute, die du kanntest, wo du auch dann den Trust hattest aufgrund der Geschichte, die du hattest. Ich meine, Debitur ist jetzt ein bekannter Name, SumUp ist auch ein bekannter Name, zumindest im B2B-Bereich, logisch. Und dann zu sagen, okay, ich mache jetzt was Neues und in Berlin ein Digitalunternehmen hochzuziehen, braucht ja trotzdem erstmal gewisse Mittel, nehme ich an. Genau, ich meine, da ist die Geschichte auch sehr, sehr lustig, weil die Firma, die Contist hier auch den größten Teil mittlerweile inne hat, heißt Founders. Das ist eine dänische Firma. Ich arbeite ja sehr, sehr gerne und viel mit Skandinavien. Das ist so genau mein Mindset und was ich schätze. Und die Geschichte ist da, wir sind, glaube ich, 6 oder 7 Partner. Und der erste, der jüngste Partner dort, den habe ich gecoacht, als er 17 oder 18 Jahre war für sein erstes Startup. Und der war quasi bei mir und ich hatte ihm geholfen, war total cool. Wir hatten uns noch ein paar Jahre aus den Augen verloren. Und dann irgendwann rief der mich mal an und meinte so, hey Chris, brauchen wir deine Beratung? Wir haben da so eine Idee, wir wollen das für Freelancer machen, so eine App und alles drum und dran. Wie sieht's denn aus?
Und auf der anderen Seite war das genau die Zeit, wo ich wusste, Debitur, das endet jetzt. Und ich hatte quasi diese Idee, ich wollte eine Bank für Selbstständige, weil es einfach halt nicht gab. Und dann haben wir eigentlich unsere Ideen zusammengeworfen, weil die hatten sehr, sehr coole Funktionalitäten in der App. Zum Beispiel diese Idee mit der Umsatzsteuer und diese ganzen Geschichten. Und ich hatte, wie gesagt, die Idee und das Know-how und hatte auch schon angefangen, da zu recherchieren, wie man das jetzt Thema Bank hochzieht in einer Pre-Solar Jahreszeit und alles ja auch noch alle sehr, sehr, ja. Da gab es noch keinen vorgezeichneten Weg, wie man sowas macht. Und so haben wir uns dann zusammengetan, deswegen kam ich auch sehr schnell an relativ viel Geld eigentlich. Wie viel Geld hast du für Contest eingesammelt? Ich aus dem Stegreif weiß ich nicht ganz genau, es sind knapp 40 Millionen, glaube ich, so ungefähr. Also plus minus. Ne? Also ist schon eine Menge Holz. Ist eine Summe, ja. Ich meine, mittlerweile fühlt sich das für mich so ein bisschen an, wenn man das dann auch schon eine Weile macht. Ich habe auch schon bei Debitur sehr viel Geld und so weiter und so fort. Ne? Wenn man es eine Weile macht, ist der Betrag jetzt nicht mehr was einem so selber groß imponiert. Aber klar, wenn man hätte mir das einer vor 20 Jahren erzählt, dass ich einmal 40 Millionen raisen würde für ein Unternehmen, dann klar, wäre ich selber von mir wahrscheinlich, hätte ich den Hut gezogen. Ne? Also, aber klar, jedes Mal, dadurch, dass man es halt immer schrittweise macht, erscheinen einem die Schritte im Nachhinein nicht so groß, aber wenn man natürlich selber davor steht, sind sie natürlich schon groß. Ja. In dem Moment, wo du so viel Geld eingesammelt hast und das nochmal für jemanden, der vielleicht auch an dem Punkt steht und sagt, okay, ich habe vielleicht eine Idee, die braucht wirklich viel Schlagkraft, das ist jetzt bei euch ein großer Investor? Die Founders, die Dänen, haben uns auch am Anfang sehr, sehr viel geholfen. Das ist unser ein großer Investor. Wir haben dann 2018 auch noch die Firma Haufe, oder viele kennen sie Haufe Lexware, also unter dem Begriff noch, ne, die ja auch einfach so der Marktführer in Deutschland in dem Bereich ist. Ne. Das, auch da gibt es eine lustige Anekdote zu, die diese Firma wiederum wollte 10 Jahre früher, ich weiß nicht genau, die dänische Firma, für die ich damals gearbeitet habe, mit der ich dann Debitur gegründet habe, kaufen. Und ich kenne die gesamte Geschäftsleitung und die M&A-Abteilung und sowas, weil die macht eine Due Diligence bei uns. Ja. Und ich mag die Freiburger echt gerne, ist super. Ich habe noch selten so viel gelacht in meinem Leben wie dort. Und aber 10 Jahre später, sie haben die Firma dann nicht gekauft. Das war ein großer Fehler. Hätten sie es gekauft, es ging dann sehr erfolgreich für diese Firma weiter. Und dann habe ich mich bei ihnen gemeldet und habe gemeint, so damals habt ihr ja quasi nicht investiert oder die Firma nicht gekauft, aber jetzt gäbe es nochmal eine Möglichkeit. Ne? Und seitdem arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Wir haben auch ein gemeinsames Produkt rausgebracht und ich schätze das ja auch Christian Steiger, der Geschäftsführer von LexOffice, die sind ja, ne, bin ich auch gut befreundet. Wir challengen uns immer mal wieder inhaltlich. Also das war für uns sehr, sehr gut und natürlich auch in gewisser Weise so eine Art im Adelsschlag, weil wenn du eine Idee hast und ein großer Marktführer quasi beteiligt sich an dir, dann kann es ja nicht alles falsch gewesen sein, was du gemacht hast. Ne? Definitiv. Aber ich würde trotzdem nochmal zurückkommen zu dem Punkt, weil das klingt so ein bisschen negativ ausgedrückt, wäre so ein bisschen Mauschelei. Positiv ist es, du scheinst ein sehr gutes Händchen für Menschen zu haben. Also auch ein gutes Gespür für Beziehungsmanagement, Beziehungsaufbau und das auch zu halten. Wenn du sagst, ja, da habe ich mal dort kennengelernt und dort, da weiß ich gar nicht und das war vor 4 Jahren, da habe ich mal dort und da war ich mit dabei und dann das und das und dann hast du es ja aber geschafft. Also es gibt ja viele Leute, ne, die da, hier kenne ich und dort kenne ich. Aber dann hast du es ja geschafft, zum richtigen Zeitpunkt auch diese Beziehung mit einem Anliegen zu belasten, also belasten im positiven Sinne, dass sie dann sagen, okay, wir machen auch Geschäft mit dir. Und in dem Volumen, über das wir gerade sprechen, ist es ja dann wahrscheinlich nie, ja, ist ein cooler Typ, komm, das machen wir mal. Nö, genau. Also ich meine, ich glaube schon, das Netzwerk ist sehr, sehr wichtig. Und ich weiß noch, ich habe, wie gesagt, mal für eine Brüsseler Agentur gearbeitet und der damalige CEO, der hatte auch teilweise Connections 15 Jahre, wo er versucht hat, Kunden zu akquirieren. Also wir reden hier Großkunden, Toyota, Mitsui und solche Sachen. Ne? Und ich glaube schon, das ist auch immer meine Devise und auch ein Ratschlag, den ich allen eigentlich geben kann. Ja, man trifft sich im Leben immer
Zweimal, ja. Egal, auch bei jedem Mitarbeiter, ja, wie viele teilweise Mitarbeiter, ich auch jetzt meinen Co-Founder hier im Bereich konnte Steuer, Melchior, der hat schon dreimal mit mir zusammengearbeitet und man trifft sich immer wieder, ja, man sollte sich immer versuchen, wirklich auch im Guten auseinanderzugeben, selbst wenn es manchmal quasi dann an dem Punkt nicht mehr passt. Und ich glaube, ja, das Netzwerk ist alles. Und ich glaube gar nicht, weil Mauschelei, das finde ich nicht der richtige Sache. Ich meine, du baust über die Zeit hin Vertrauen auf. Und was ist es denn, gerade für ein Early Stage Startup und sowas? Ja, die meisten Investoren, ich weiß, ich habe ja auch mal für so Incubators und sowas gearbeitet, wo ich dann auch mitgeholfen habe, Teams auszusuchen. Wir sagen ja im Endeffekt, das Team ist alles, die Idee ist nothing. Ja, weil die Idee kannst du ändern, ja, die kannst du anpassen an die, ne, und du kannst pivoten, alles drum und dran. Wenn du aber drei oder vier richtig coole Leute hast, that's everything. Ne? Ja. Und wie beurteile ich das? Ja, und ich meine, hättest du jetzt hier meine hier die Founders aus Dänemark da, ne, die Partner, die dir lange kennen und so, ich glaube schon, die würden dann sagen, guck mal, wir sind echt happy darüber, wir konnten Chris anders einschätzen. Ja, weil ich meine, das ist vielleicht so ein Tausendsasser, wenn er jetzt hier im Interview rüber kommt, aber wenn du jemanden halt über die Zeit kennst und auch siehst und weißt im Endeffekt, das, was er sagt, das liefert er auch. Und wenn er vielleicht nicht liefert, dann weißt du auch, wann er was nicht liefert. Ja. Und das ist Vertrauen. Und im Endeffekt, ja, ist Investment immer eine Frage des Vertrauens. Ja, People-Business. Es ist ein pure People-Business. Ne? Und das Raisen, gerade auch im Early, auf jeden Fall im Early- und Mid-Stage-Startup, also wenn ich mir anschaue, jetzt ändert sich das ein bisschen, weil natürlich, wenn du schon ein Business hast, wo du lange einen Business-Case hast, wo du Zahlen zeigen kannst und sowas, dann treten natürlich die Personen mehr in den Hintergrund und man kann schon auch auf Zahlen basieren. Aber im Early-Stage hast du ja nichts anderes als die Menschen. Und wenn ich mir anschaue, wie häufig beim Fundraising, da wurde ganz häufig auch nur mit mir geredet, als Person. Ich habe oftmals gesagt, Jungs und Mädels, ich habe da auch ein Team, die sind schon sehr, sehr wichtig. Ich hatte sehr, sehr gute Co-Founders. Meine amerikanische Co-Founderin zum Beispiel hatte Nextdoor, ja, einen riesigen amerikanischen Laden mitgegründet und alles drum und dran. Ne? Aber down the line haben sie mir sehr stark vertraut mit der ganzen Geschichte. Und das ist das Kapital, was du ins nächste Business auch mitbringst. Und warum dich vielleicht jemand in Zukunft oder mich mal in Zukunft jemand anruft und sagt so, Chris, möchtest du nicht mit mir founden? Ne? Weil das ist das, was du mitbringen kannst. Cool, das ist mal eine andere Sicht auf die Dinge, dass es quasi nie so sehr um die Idee geht, sondern halt letztendlich um die Person, um das Team und was du in der Vergangenheit schon hast aufbauen können. Ich finde den Aspekt cool. Das heißt, du musst auch immer aufpassen, nicht verbrannte Erde zu hinterlassen. Das ist, glaube ich, auch heute vielleicht noch üblicher mit dieser hohen Geschwindigkeit, dass Leute sagen, ja, ich gucke nur nach vorne und was ist jetzt hinter mir, ist ja vorbei, ist mir scheißegal. Und das funktioniert dann nicht. Nee, das funktioniert nicht, aber das habe ich, glaube ich, auch ganz stark in Dänemark gelernt, weil Dänemark ist ein ganz kleines Land, wo wirklich jeder jeden kennt und du kannst keine verbrannte Erde hinterlassen. Also wenn du eine verbrannte Erde in Dänemark, deswegen, ich brauche in Dänemark auch nie irgendwas unterschreiben. Ein Handschlag reicht immer, ja, weil wenn du irgendwo verbrannt bist, dann bist du komplett, dann kannst du dich umorientieren und was weiß ich, komplett was Neues lernen oder sowas, ja, weil du kannst in deinem Bereich dann nicht mehr machen. In Deutschland ging das noch ein bisschen einfacher, wenn du in München was machst, also jetzt in der Online-Welt ist es schon auch ganz schön schwierig, aber wenn du ein bisschen mehr im Offline-Bereich tätig bist oder dann in den Offline-Bereich gehst oder sowas, dann geht es vielleicht ein bisschen einfacher wieder. Aber das ist so ganz klar, was ich immer gesagt habe, so ist, don't do it. Ja, einfach so, wenn du das nicht machst, bleib dir selber treu, bleib den Menschen, denen du nicht umgibst, treu und sowas. Ja, du hast nicht das eine Business jetzt, es kommt auf jeden Fall das nächste und das übernächste. Denk immer weiter mit. Wir reden jetzt miteinander. Bin mal gespannt, wenn wir das nächste Mal über den Weg laufen. Bestimmt. Großartig. Dann lass uns jetzt über dein Meisterstück sprechen, wo wir quasi gerade auch zu Besuch sind. Eigentlich als Neobank mal gegründet. Ihr seid mittlerweile 150 Leute, hast du mir gesagt. 170 mittlerweile. Siehst du, seitdem wir eine Woche gesprochen haben. Eine Woche vergangen und sind schon wieder 20 Leute mehr. Also wir reden natürlich von Kontist. Das setzt sich aus ein paar Sachen zusammen, auch mit der Stiftung. Werden wir noch in Ruhe drauf eingehen. Ihr wollt noch auf 300 Mitarbeiter wachsen. Das ist jetzt so das Ziel. Die
Na, das ist das Ziel für dieses Jahr, ja. Ja. Die, wo die Reise dann weiterhin geht, wahrscheinlich deutlich darüber hinaus. Aber ich nehme mal an, gegen Ende des Jahres werden wir ungefähr da liegen. Ja, sofern uns der Markt es erlaubt, und gerade momentan ist es ja nicht so, als wäre das Finden von guten Mitarbeitern eine einfache Sache. Sitzen die alle hier in Berlin? Nee, mittlerweile nicht mehr. Seit Corona sind wir remote first, also schon ein großer Teil natürlich. Ich würde sagen, so 80% sind hier noch immer, aber es sind auch viele mittlerweile wieder zurück nach Hause. Wir haben, glaube ich, ich weiß es nicht genau, das letzte Mal, wo wir gezählt hatten wir, glaube ich, 46 verschiedene Nationalitäten bei Contist. Okay. Also da gab es schon einige, die dann auch... Spreche ich Deutsch oder Englisch? Nur Englisch, nur Englisch. Alles in Englisch? Ja, ja. Oh, krass. Also, nee, die Firma ist komplett Englisch, sonst ging das ja auch nicht. Jetzt klar, natürlich gibt es dann immer im Steuerbereich, ne, da gibt es dann schon den einen oder anderen, der dann im Team, wenn dann kein Ausländer mit dabei ist, dann kann man dann auch mal Deutsch reden und so, aber Amtssprache ist für alles Englisch. Ja, genau. Beeindruckend. Was mir gerade noch aufgefallen ist, Founders ist vielleicht dem einen oder anderen nicht so ein großer Begriff, aber unter anderem die Lego-Familie steckt dort drin. Genau, ja, die Lego, ein Bestseller, ist jetzt auch in Deutschland nicht, aber ein riesiger Laden auch in Skandinavien. Das ist ein Family Office aus drei großen Entrepreneurs-Familien in Skandinavien und die haben hier ihr Geld zusammen gebündelt und der ein oder andere wird vielleicht die Firma Pleo kennen, die ja jetzt auch gerade, was war es, mit 4,3 Milliarden Bewertungen eins der wertvollsten Unternehmen Skandinavien ist und die sind aus derselben Familie heraus, es ist schon fast so eine Familie, Founders heraus gegründet worden und genau, das, also die haben ein paar sehr, sehr erfolgreiche Startups schon aufgebaut. Ist nicht so der klassische VC, eher so ein bisschen das Studio, sehr familiär, kleiner Laden, aber haben schon ein paar relativ große Erfolge bis jetzt so gebracht. 2015 ging es ungefähr los, 15, 16 hast du mir gesagt. Genau. Wir sitzen hier auf der Kastanienallee und wenn wir da rausschauen und rüber, dann sieht man ins Dachgeschoss der Wohnung, wo die Firma 2015 gegründet wurde. Noch in meinem Wohnzimmer, klar, also alle Klischees haben wir bedient. Dann haben wir 10, glaube ich, Büros zwischendrin drin gehabt, super viel umgezogen. Weil ich immer keinen Bock hatte, Möbel und sowas zu kaufen. Und jedes Mal, wenn du alle drei Monate umziehst, dann kommt keiner auf die Idee, sich irgendwas anzuschaffen. In den Anfangsjahren war das richtig gut. Geheimtipp, häufig umziehen, wenn ihr junges Wachstum habt. Genau, ja, auf jeden Fall. Und ist auch in Berlin hier total üblich, also wie viele Leute hier schon immer in den Umkreis ihre Büros haben. Da haben wir losgelegt, spannende Zeit. Mein Co-Founder habe ich da noch 2015 gefunden, der kam ja von Alex, kam von N26, dann mein Sebastian Galonska, dann auch noch 2015 unser CTO, der kam von StudiVZ und so. Also klar, für die es noch wissen. Ne? Die alte Generation. Für die alte Generation und so, aber das war auch alles natürlich Netzwerk und so. Und dann hatten wir richtig, richtig Glück. Als letzte Co-Founderin kriegten wir dann noch Madison Bell. Die kam gerade mit ihren Koffern mehr oder weniger aus dem Flieger, aus den USA. Die ist, wie gesagt, eine Co-Founderin von Nextdoor. Ist jetzt in Deutschland nicht so ein riesiger Begriff, obwohl sie hier auch sind, aber die hatten, glaube ich, schon vor 10 Jahren in ihrer Series A mal 100 Millionen geraced. Also eins der, glaube ich, bekanntesten, zumindest im VC-Bereich bekanntesten US-Firmen, so Neighborhood Marketplace. Und die war dort eine der Co-Founderinnen, hatte Produkt gemacht und die kam quasi rüber und wollte ein bisschen Abenteuer mit ihrem damaligen Freund in Europa. Und wir griffen die noch, eigentlich hatten wir ein Interview mit ihrem Mann und wir griffen, sie dann, und ich habe erst gar nicht gerafft, dass ich hier quasi den Diamanten vor Augen habe, und wir griffen sie dann ab. Sie half uns ein bisschen als Freelancer und nach ein paar Wochen habe ich so, ei, du möchtest doch sicher noch als letzte Co-Founderin mit dazu. Und so ist sie leider, ist sie dann aus familiären Gründen, konnte sie nur, glaube ich, 3 Jahre dabei sein und ist dann musste dann raus und so. Aber es war eine spannende Truppe, die wir da damals zusammengekracht haben, ist so wichtig, auch so als Tipp da draußen, sucht euch die richtigen Co-Founders aus. Ne? Also, da habe ich auch schon zweimal in meinem Leben ordentlich was auf die Nase bekommen. Wenn man sich, kann man vielleicht am Ende nochmal so ein bisschen in der Tippsektion eingehen, ja, ne, ja. Eingehen, aber ist extrem wichtig. Und dann ging es los und dann war es auch ziemlich spannend, weil... Also ihr habt zu viert gegründet? Wir haben zu viert gegründet. Gleichberechtigt?
Nee, also ich war der Ideengeber und bin auch der größte Anteilseigner und so, dann der CTO, dann Alex und Madison und so, auch weil die waren Junior und so, das heißt nicht alle, aber wir haben das natürlich schon dann im Team sehr für in der Anfangszeit gleichberechtigt gemacht, aber anteilsmäßig haben nicht alle die gleichen Anteile. Aber dann ging es los und das war natürlich sehr aufregend, weil es gab damals nur einen Anbieter, der Banking anbot, nämlich die Wirecard, wo N26 oder Number 26, wie sie damals ja noch hießen, ja auch angefangen hatten. Und ich war da auch häufiger unten und sprach dann dort mit dem. Und dann gab es da so ein kleines Start-up, die hatten noch gar keinen Namen und waren irgendwie 6 Leute, als ich mit denen sprach. Später werden sie dann Solaris genannt. Die hatten keine Lizenz, die hatten diese Vision, die Idee, wir wollen eigentlich so eine API-Bank halt aufbauen. Ne? Und ich war von Anfang an total begeistert und habe gesagt, also richtig cool, ich will eigentlich mit dem Banking gar nichts zu tun haben, ich will obendrauf die Lösung für Freelancer bauen, macht ihr das mal. Ne? Und das war natürlich dann schon richtig beinhart, weil 2 Startups, die beide auf verschiedenen Seiten halt mit ihren Problemen und ihren Geschwindigkeiten zu kämpfen haben, wir waren ja der allererste Kunde von denen. Und ich war der allererste Kunde von der Solaris Bank. Ja, und sind es immer noch. Und auch klar. Mittlerweile auch glücklich. In den Anfangsjahren war es richtig hart, weil natürlich nichts so schnell ging, wie sie sich das vorgestellt hatten bei Solaris. Und wir aber natürlich unseren Investoren, die erwarteten natürlich, dass Sachen passierten und sowas. Ne? Und so kam es dann zum Beispiel, wir gingen dann mit dem Produkt Ende 2016 live, aber weil die Solaris weit davon entfernt war, Payment Cards, also Visa, Mastercards anzubieten, mussten wir dann tatsächlich mit der Wirecard gehen. Also ihr habt nur um kurz zum Verständnis von Leuten, die vielleicht im Banking und mit dem Thema nicht so vertraut sind. Also ihr habt quasi eine Oberfläche geschaffen, ihr habt quasi ein Tool geschaffen, was auf der Basis des Bankings die Solaris Bank genommen hat, die quasi das Konto, nenne ich es jetzt mal, gestellt hat. Und die wiederum waren aber nicht in der Lage, eine EC-Karte dazu, also eine EC- oder eine Debitkarte oder so dazu auszugeben. Genau, nee, damals nicht. Die legten los, die hatten ihre erste Line of Code auch in derselben Zeit, wie wir es machten. Ja? Und da waren sie nicht drauf. Ne? Ich meine, auch wenn man noch die Ausführung fertig macht, ne? Wir sitzen da oben drauf. Der Kunde ist natürlich, wir machen alles mit dem Kunden. Wir machen den Customer Support, wir tun alles für den Kunden. Nur das tatsächliche Geld, das liegt nicht bei uns, weil wir sind nicht reguliert. Das heißt, also, wir können auch keinem irgendwie, da achtet die BaFin sehr genau darauf, niemanden an sein Geld ran. Ne? Das muss bei einer Bank sein, ne? Weil es Einlagensicherung und alles drum und dran. Und diese Dienstleistung, die stellt im Endeffekt die Solaris. Die Regulatorik und dass das Geld dort eben sicher liegen kann und alles drum und dran. Und die wird davon auch von der BaFin hoch und runter kontrolliert und alles drum und dran. Und wir sind im Endeffekt das Frontend. Der Kunde hat natürlich nur mit uns zu tun. Der spricht nie mit Solaris und hat irgendwas zu tun. Das ist ein Drittanbieter. Aber das sieht man ja ganz häufig. Ne? Wenn ich irgendwie eine Kreditkarte mir von der Lufthansa oder sowas hole, dann ist ja auch die Lufthansa vielleicht mein Ansprechpartner hier und da oder das Service Center dort oder sowas. Ne? Aber im Hintergrund macht das natürlich komplett jemand anders. Ne? Und das Geld liegt auch nicht bei der Lufthansa. Sondern ich weiß es im Fall der Lufthansa jetzt nicht. Ja, es ist nur ein Beispiel, ne? Per se. Aber dann, um den Faden da wieder aufzunehmen, dann mussten wir quasi mit der Wirecard damals, war noch lange vor dem Skandal, quasi eine Karte rausbringen. Und das war ein absolutes eine Katastrophe. Nicht per se die Wirecard, sondern die Kombination. Das hat noch nie jemand vorher gemacht. Also das stimmt auch nicht ganz, aber nicht im Fintech-Umfeld, sagen wir mal so, dass du wirklich eine Bank und die Karte komplett voneinander trennst. Und das war ein sehr, sehr teurer Spaß, weil zwischen den zwei Banken, für den Laien unvorstellbar wahrscheinlich, aber passiert es häufiger mal, dass Geld verloren ging. Okay. Und dafür mussten wir gerade stehen als Firma. Okay. Also das haben wir damals gesagt und haben gesagt, wenn der Kunde darf natürlich da nichts von mitkriegen und wenn da was passiert im Endeffekt, dann müssen wir da als Konto es einstellen und das Konto wieder auffüllen. Ja? Und das ist halt so diese klassischen Entscheidungen und ich möchte dringend an den Markt kommen. Ich habe, ne, nach vorne heraus für den Kunden muss es gut sein und war auch immer safe und alles drum und dran, aber wir haben halt standen voll in der Haftung nur für diesen Fehlbetrag. Ja, der war jetzt auch nicht so, dass es hätte umgebracht. Aber natürlich langfristig gesehen geht es da trotzdem um Millionen.
Ja, und das sind so diese typischen Dinge, wenn du halt schneller bist als das Startup, auf das du aufbaust, ja, hätten wir 2 Jahre später, heute geht einer mit Solaris, die haben alles aus der Schublade, die können sofort machen, da hast du diese Risiken nicht. Ne? Dadurch, dass wir eben so früh am Markt waren, haben wir ganz andere Risiken tragen müssen und auch ganz andere Leid geprüft sind wir worden, als später Leute, die später kamen. War natürlich aber trotzdem auch hochgradig spannend. Ich weiß noch so Situationen, wo wir uns dann so, okay, wir müssen jetzt mit der Karte rauskommen, wir haben uns in so einem War Room eingeschlossen für 3 Wochen lang und haben dann nach 3 Wochen lang uns damals die Mastercard gelauncht. Oder die nächste spannende Situation war, als der Wirecard-Skandal war. Wir hatten schon ein Jahr vorher gekündigt mit der Wirecard, also schon lange bevor wir wussten, dass da irgendwas im Argen war. Aber das dauert ja immer ewig, bis dann sowas umgesetzt wird. Ne? Und hier unseren Mitbewerbern haben sie ja die Karten abgestellt. Also alle Kunden der Mitbewerber vom einen auf den anderen Tag konnten nicht mehr bezahlen. Und ich weiß noch, ich bin in den Sommerurlaub 2020 war das ja, glaube ich, gegangen und habe mir gedacht, so, ich bin mal gespannt, wenn ich wiederkomme, ob ich noch ein Business habe. Ne? Halleluja, wir haben es rechtzeitig geschafft, weil wir eben halt auch die ganzen Verträge mit Solaris und so schon hatten und kein Kunde hat jemals darunter leiden müssen unter unserem Setup. Aber es sind schon aufregende Momente in einer Karriere, ne? Wenn du im Endeffekt halt weißt, so shit, die stellen gerade europaweit überall für alle Wirecard-Karten den Saft ab und meine Kunden haben diese Karte, ja, und ich weiß, mein Business kann ja nicht weiter funktionieren, wenn die Karte da draußen nicht. Also heute mal wirklich tief aus dem Nähkästchen, auch der Katastrophenhistorien, die man so erlebt. Ne? Das sind ja die spannenden Geschichten, die schön findet man ja alle schon im Netz. Also quasi das Kontomodell, nenne ich jetzt mal, und der Service für die Solo-Selbstständigen als Zielgruppe, die habt ihr behalten. Das habt ihr dann deutschlandweit, europaweit, weltweit angeboten? Also wie läuft das? Nur deutschlandweit. Es hat auch eine ganz klaren Grund. Ich habe schon sehr, wie ich schon oft vorher erzählt habe, ich habe viele internationale Erfahrungen und habe auch schon viele Businesses ausgerollt. Ich weiß aber auch, dass es oftmals, gerade hier in Berliner Kreisen, gerne mal das Ego der Gründer ist. Ne? Und auch die Einschätzung der VC, so ja, wenn das jetzt halt ein Unicorn oder was ist die nächste Stufe, die wir jetzt bald anstreben werden soll, dann muss es halt international und skalierbar sein, alles drum dran. Ich habe aber in meiner Vorfirma auch gerade bei Debitur ganz stark gelehrt, wenn du zu schnell ins Ausland gehst, dann tust du dich halt einfach, ist es zu dünn in dem einzelnen Markt. Und es geht darum, du musst wirklich einen tiefen Mehrwert machen. Und Deutschland hat, ne, wir haben immer bei Kontist von Anfang an, obwohl wir mit dem Banking angefangen haben, immer eigentlich gesagt, so das ultimative Problem ist die Steuererklärung. Ja. Das ist das, warum machen wir das, diese ganze Admin-Thematik dahinter, um automatisch mit unserem Konto Umsatzsteuer und Einkommensteuer beiseite legen und so weiter, Buchhaltung, die wir jetzt auch vollautomatisch mit der App machen, all das machen wir doch nur, weil der Staat uns verpflichtet, irgendwann mal die Steuererklärung zu machen. Ne? Und so ist es relativ logisch, dass dann auch aus diesem Modell, auch wenn es für den 2016, 17 so vielleicht nicht von außen erkennbar war, dass der Weg quasi hin dazu geht, dass wir eben halt auch den Kunden bis zur Steuererklärung begleiten wollen. Es ist ein komplizierter Setup in Deutschland, das zu tun, aber wir bündeln das quasi alles in einer App, dass der Kunde quasi gefühlt das aus einer Hand bekommt, obwohl das unterschiedliche unabhängige Dienstleister sein müssen, die das bringen. Aber für den Kunden ist es im Endeffekt, ich habe mein Bankkonto hier, dort wird automatisch, ich muss einfach nur meine Karte und mein Konto benutzen. Dort machen wir vollautomatisch dann die Buchhaltung. Ich mache kurz einen Beleg abfotografiert, dann wird automatisch die Umsatzsteuer Voranmeldung monatlich gemacht und darauf basierend machen wir doch am Ende des Jahres, also wird in der App quasi der Jahresabschluss oder die sogenannte EUR, die ja die Freelancer quasi brauchen, gemacht und dann quasi in der App via der Kontosteuerberatung ans Finanzamt weitergeleitet. Also ihr macht einen kompletten Steuerberater letztendlich hinten dran, also das gehört quasi mit dazu als zum Setup. Ist quasi on, also die Leute müssen es nicht mitnehmen, aber es ist natürlich schon das Ziel im Cross-Selling dann das maximale. Genau, also das ist, ne, die Steuererklärung am Ende ist quasi das Ziel, da haben wir eine Subscription, wir fangen an mit
einem kostenlosen Geschäftskonto, wenn es losgeht, und haben dann als nächste Ausbaustufe diese Version, wo wir schon mal automatische Steuern beiseite legen. Dann als nächsten Ausbauschritt, dass wir dann noch vollautomatisch die Buchhaltung dazu machen, die dann auch theoretisch über einen anderen Steuerberater abgewickelt werden kann. Und wer will, kann dann auch den Dienstleister der Kontosteuerberatung quasi mit dazu buchen, die dann eben halt auch komplett, es gibt kein anderes Interface, kein anderer Berührungspunkt, das passiert alles in einer App, ja, dann eben auch die private und die geschäftliche Steuererklärung macht. Das ist dann Einstiegspreis, ist bei 179 und kann dann im Monat und kann dann bis 149 Euro, ne, wenn du dann wirklich schon 100.000 Euro Umsatz machst oder sonst was, also für die größeren Freelancer, die ITler da draußen, für den haben wir ja viele, die uns dann eher anrufen, weil sie wissen wollen, wie sie ihren Tesla am besten buchen, abschreiben, ja, und buchen. Ja, genau. Wie habt ihr die Kunden gewonnen? Ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, wir haben von Anfang an natürlich sehr viel Community Work gemacht. Das war schon immer ein Thema. Wir kommen ja vielleicht gleich noch mal ein bisschen auf die Contest Stiftung, aber der Vorläufer davon war die Contest Union, wo wir viel Leute eingeladen haben, geholfen haben. Wir haben sehr, sehr früh, das habe ich noch von Debitur als Learning mitgenommen, einen sehr umfangreichen Blog aufgebaut, und wenn du heute schaust, also sowohl Blog, auch YouTube, Videos, Learning-Videos und alles drum und dran, also es geht ja so, wie gesagt, ich habe es mein Leben lang gemacht und habe heute noch eine One-Man-Show-Firma auch nebenher, wie ich ja gesagt habe, und so, es geht ja immer darum, dass wir uns immer die ganze Zeit unsicher fühlen. Ich habe jetzt gerade letztes Jahr meine erste Steuerprüfung selber gehabt. Meine Fresse, hatte ich Schiss. Ja. Also von dem her, dieses Gefühl, ich sage immer, wer den Angstschweiß auf der Stirn nicht kennt, ja, wenn du ein Schreiben vom Finanzamt kriegst, der war nie selbstständig. Und genau dieses darum geht es im Endeffekt, und es geht darum, irgendwie Leute an die Hand zu nehmen. Ich habe, wie gesagt, alle Fehler selber gemacht. Ja. Von dem her habe ich auch nie die Arroganz, wenn ein Kunde anruft, dann sage ich auch immer so, ja, bin der dann nicht, weiß ich. Ja. Auch ich hatte irgendwann mal die Frage, was denn der Unterschied zwischen Umsatzsteuern Mehrwertsteuer ist. Ja. Also es gibt keine dumme Frage. Ja. Ich habe in der Business School studiert, ja, und ich kann nicht besonders gut, aber die Financial Statement von irgendwie Microsoft und McDonald's interpretieren. Aber kein Mensch hat mir jemals beigebracht, wie ich so ganz einfach, so bei der Cocktailbar, ja, dann habe ich mich da mit einem Excel-Sheet hingesetzt und so, Datum, Ausgabe, so Einnahme, Konto, also das war Kraut und einfach Rüben, und deswegen habe ich auch immer dieses Gefühl, ja, ich war passionate und bin es auch immer noch für das, was ich tue, aber dieses ganze Thema Admin und so, klar, mittlerweile habe ich irgendwie auch eine Nerd-Liebe dazu, weil mein Business darauf aufbauen, aber als ich die noch nicht hatte, ja, da war es für mich einfach nur bedrohlich. Ich hatte Schiss, dass ich das nicht hinkriege und dass ich irgendeinen Fehler mache. Und ich habe immer mehr gedacht, da muss doch irgendein Tool sein, ja, der das irgendwie machen kann. Ne? Und das ist genau eben dieses Contist. Und so die Vision, die ich eigentlich habe, das habe ich auch aus Skandinavien ganz stark, aus Dänemark, wo im Endeffekt der Bürger sich einfach im Portal einloggt und automatisch schon seine Steuererklärung kriegt. Genau, das ist in anderen Ländern so. Und das ist also für mich die Vision ist eigentlich so, wir müssen doch in der Lage sein, ja, weil so komplex ist die Selbstständigkeit eigentlich nicht. Sie wird nur komplex gemacht durch den, durch den deutschen Bürokratiedschungel, ja, dass wir komplett automatisch das abwickeln. Ich habe eine App, das ist meine Banking-Geschichte, ich mache meine Sachen, im Hintergrund läuft vollautomatisch dieses ganze Thema, und einmal im Jahr kriege ich einen kleinen Ping. Übrigens, Steuererklärung ist da mal abgegeben. Hattest du noch Fragen? Ja. Cool. Wie viele Kunden habt ihr jetzt? Sagen wir nicht offiziell, aber es sind einige. Okay, einige, fünfstellig, sechsstellig. Ich mache keine Aussagen dazu, warum nicht. Es wird da draußen viel Schwanzvergleich gemacht, und ich weiß, dass ein Großteil der Zahlen, die im Markt kursieren, fake sind. Das war schon bei den großen B2C-Playern auch. Wenn ich jetzt mich irgendwie dazu äußere, dann spiele ich bei diesem Schwanzvergleich mit, und da möchte ich mich einfach nur raushalten. Zeig dir Umsätze an? Du könntest sie rauskriegen, wenn du recherchierst, aber nur mit 2-3 Jahren Verzögerung. Okay. Alles klar.
Aber es scheint ja zu funktionieren, wenn es euch nach 5-6 Jahren immer noch gibt, dann ist die Richtung ja die gleiche und ihr noch. Die Richtung ist gut. Ich meine, ich kann so ein paar, wir haben ordentliches Umsatzwachstum, wir haben jetzt auch in diesem Bereich Steuern insgesamt. Letztes Jahr waren es, machen wir seit einem Jahr, nur mal um ein Gefühl dafür zu kriegen, ein paar Zahlen so, auch wenn nicht die, nach denen du fragst, geben zu können, haben wir so 30% unseres Umsatzes kam jetzt in diesem steuerlichen Bereich zusammen. Dieses Jahr wird es deutlich über 50 sein. Also das ist der lukrative Bereich. Die Beratung dann letztendlich. Wenn ich sage, diesen steuerlichen Bereich, dann meine ich alles, was neben dem Banking, auch Buchhaltung und alles, ne, fällt für mich in den Bereich rein. Das sind da, wo die Selbstständigen wirklich Probleme haben und da, wo man natürlich auch finanziell mitverdienen kann an dem Lösen von Problemen. Ne? Ja. Das Bankkonto per se ist ja nicht jetzt ein Problem, was irgendeiner hat. Ne? Manchmal ein Konto aufmachen ist auch schon lästig. Ja, in Deutschland schon. Ja. In Deutschland schon, genau. Aber mittlerweile gibt es schon auch die eine oder andere, oder unsere Mitbewerber sind es auch nicht schlecht in dem Bereich. Ne? Aber natürlich geht keiner in diesen, also wir sehen uns auch zunehmend, hast du ja auch schon gesagt, wir waren klar am Anfang eine richtige Neobank, das sind wir auch noch voll, wir haben das Konto und alles drum und dran, aber wir sehen uns schon deutlich mehr jetzt im Tech-Bereich unterwegs, das ist eigentlich da, wo wir sind, weil es halt einfach, wir konnten damit nicht starten, weil es zu komplex war, aber das ist da, wo die wirklichen Probleme sind und lustigerweise, ich habe jetzt gerade für die Investorenpräsentation vor ein paar Monaten mal so die Zahlen zusammengesucht, der deutsche Steuermarkt in unserer Zielgruppe, sage ich jetzt immer nur, ja, ist genauso groß wie der gesamte europäische Bankingmarkt für dieselbe Zielgruppe. Ja, weil wir sind das einzigste Land, der so kaputt, der Markt, wir sind das einzigste Land, was so hinterher ist. Ich habe ja auch in Spanien schon mal eine Steuerberatungskette gekauft und alles drum und dran. Also ich kenne die Märkte schon wirklich gut. Es wird so viel Geld für dieses Thema genommen, so viel mehr Geld als in irgendeinem anderen Land der Welt, ja, dass hier einfach, da muss einfach mal eine Veränderung kommen und es neu gedacht werden in jedem anderen Land, also gerade in UK habe ich früher viel gemacht, in Spanien und so tun die Steuerberater normalerweise die Technologieanbieter durchs Dorf jagen. Schneller, höher, weiter. Wir wollen mehr Digitalisierung. Ja. Nur in Deutschland scheint es umgekehrt zu sein. Die Technologieanbieter, die überhaupt neben DATEV bestehen können, ein anderes großes strukturelles Problem in Deutschland, die nebenher bestehen können und sowas, die kommen zwar... Das ist eine Monopolstellung in Deutschland. Genau, das, ja. Und das ist auch eins der großen Kritikpunkte, die ich habe, ja, sollte eigentlich verboten gehören, weil durch diese Monopolstellung wird eben Wettbewerb verhindert. Und genau, Wettbewerb und Innovation. Ja. Ja, weil es muss im Endeffekt halt nicht nur das, was DATEV, klar, machen auch coole Sachen, aber das, was DATEV zulässt und was sie wollen und wo sie selber sich dran beteiligen, das kommt mit voran und das andere eben halt nicht. Diese Struktur gibt es so in keinem anderen Land, das ich kenne. Vielleicht irgendwo, ne? Und das führt einfach zu einem Markt, der im Endeffekt wird das aber wirklich, das ist so klassisch schulbuchmäßig, es wird auf dem Rücken der in dem Fall Selbstständigen ausgetragen, weil die müssen ja diese Gebühren bezahlen. Ja, natürlich. Der Steuerberater ist da komplex, unglaublich tiefgründig und dann zieht sich das alles da durch. Ja. Ja. Wahnsinn. Okay, spannender Einblick so in den deutschen Steuer- und Apparat, der dort letztendlich herrscht. Ja, da ist natürlich noch viel Lobbyarbeit zu leisten, um das irgendwann mal zu kippen. Vielleicht weg vom Geschäftsmodell, wenn wir das jetzt gesamtheitlich damit erfasst haben, wenn nichts fehlt. Ihr gebt aber auch, oder zumindest merkt man das jetzt hier, dass ihr euch viele Gedanken macht, auch um die Kultur, die ihr im Unternehmen haben wollt. Möchtest du dazu noch was sagen? Ja, das ist ein großes Herzensthema von mir. Aufgrund meiner Tatsache, dass ich viel in Skandinavien war, denke ich manchmal so, dass das wird vielleicht dort ein bisschen anders noch wahrgenommen. Ist ein bisschen moderner, die Arbeitswelt dort schon als jetzt so im herkömmlichen Sinne hier. Ich habe, wie gesagt, ich habe ja 8 Firmen mit gegründet. Und in den Anfangsjahren, ich weiß noch, als ich loslegte, da war ich besessen immer von der Idee und Menschen waren mir nicht so wichtig. Nicht, dass ich mochte immer Menschen, das war nicht mein Thema, aber ich habe immer gedacht, so sekundär quasi. Genau, du musst doch genauso begeistert sein von der Idee wie ich, hey, komm, lass uns machen und alles drum und dran. Ne? Und irgendwann mal, ich hatte
ich hatte so ein Schlüsselerlebnis in meiner ersten Exits rum in Dänemark. Wurde dann von einer Private Equity Firma gekauft und dann auch den Laden wieder verkauft. Und ich kann mich noch an dieses Meeting erinnern. Du kommst in einen Raum rein und da liegen dann, wir waren 8 Manager auf dem Level, die Beteiligung hatten und alles. Da liegt dann ein brauner Umschlag und in dem steht dann ein Betrag, den du in den nächsten Wochen auf deinem Konto vorfinden willst, ne, die Transaktionssumme. Und dann wird nochmal in die Runde gefragt oder wurde nochmal in die Runde gefragt, so wollt ihr gerne, ne, sollen wir verkaufen, sind wir mit dabei? Und der Betrag war gut, also machen wir. Und im Rausgehen fast noch beinahe wurde dann gesagt, ach und übrigens, könntet ihr dann bitte noch ein Drittel der Belegschaft entlassen? Der neue Eigentümer möchte die nicht. Und ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich war natürlich noch jung, ist auch keine gute Ausrede, aber so war es halt. Und habe mir irgendwie auch nicht getraut, war einer der Jüngsten da in der Gruppe, habe mich nicht auch getraut, irgendwie was zu sagen oder aufzustehen. Und außerdem, klar, das Geld war ja auch schön. Ich habe mich einfach nur so scheiße gefühlt, dass ich immer gedacht habe, aber ich habe das doch nicht aufgebaut. Ich war natürlich einer davon, aber die ganzen Jungs und Mädels, die es mit mir zusammen gemacht haben, ja, nicht nur, dass sie jetzt kein Geld kriegen und noch nicht mal einen Clap auf the Shoulder, sondern sie kriegen auch noch einen Tritt in den Arsch, ja, und müssen die Firma verlassen. Und es hat mich mega beschäftigt für eine Zeit lang. Und dann ist mir was aufgegangen und das ist eigentlich so diese Philosophie, die ich ganz stark vertrete. Die Geschichte erzähle ich fast in jedem Welcome-Gespräch, auch im Unternehmen bei uns. Was ich immer sage, ich habe so dieses, die Amerikaner haben das ja auch ganz stark, ich glaube, du hast es mir auch gesagt, genau dasselbe, jetzt fällt es mir gerade ein, dieses Giving Back und Giving Back Before, sag ich. Ja. Für mich ist es so, ich kann nicht garantieren, wie die Welt in Zukunft aussehen wird, ne? Weil irgendwann mal hat man auch nicht mehr die Mehrheit an einer Firma und die Welt geht weiter und so weiter. Aber was ich tun kann für jeden einzelnen Mitarbeiter, ich kann versuchen, dass die Zeit, die er mit mir in diesem Unternehmen verbringt, die beste wird, die inspirierendste, die coolste, die, wo er sich, ne, die noch am meisten weiterbringt. Genau. Und das war auch mein Learning, als ich dann zurückblickte, nämlich auf diese Firma, von der wir gerade reden, weil das ist für mich eigentlich die Benchmark-Firma, die ich heute versuche nachzubauen mit Contist. Und ich habe mir gesagt, so, es ist krass, weil wir haben alle, ich habe noch ein super gutes Netzwerk da, wir treffen uns regelmäßig, wir haben uns Jobs gegenseitig zugechanced und all diese ganzen Geschichten. Und wir haben alle super positiv, obwohl es so ein scheiß Ende war, haben wir so eine positive Erinnerung genannt. Und da, genau das ist es, ja. Ich give back before. Und mit dieser Mentalität habe ich Contist gegründet und mit dem Wissen, dass ich schon 8-mal mir noch nicht so gut gelungen war oder ich das nicht den richtigen Fokus drauf. Und deswegen haben wir von Anfang an so, wir wollen das beste Startup Berlin, was die Mitarbeiter betrifft, aufbauen. Ist mir das bis jetzt gelungen? Bei weitem nicht, leider. Es ist ein Prozess und ein Weg. Ich habe gerade jetzt wieder einen großen Survey, machen immer regelmäßige große Surveys intern und da tut manches dann auch richtig weh. Was macht ihr konkret dafür, dass es für die Leute hier besser ist als woanders? Naja, also ich glaube als allererstes mal, alles beginnt mit, dass der Founder in dem Fall, wie ich, wirklich das ernst sich von Anfang auf die Fahne stellt. Und ich habe das immer gesagt, wir sind losgelaufen und als wir noch 10 Leute waren, habe ich alle 2 Wochen die Mitarbeiter, eingeladen zum Mittagessen und habe gesagt, jetzt reden wir eine Stunde darüber, wie können wir das jetzt halt zur coolsten Firma machen. Ne? Und dann über diesen Dialog entstehen dann eben kleinere Dinge. Eins der Dinge, wo wir sehr früh waren, das wird jetzt immer mehr en vogue überall. Wir haben zum Beispiel einen individuellen, einen privaten Coach, den jeder eine Stunde, mittlerweile reicht es nicht mehr, wir sind so schnell gewachsen, aber als am Anfang war es wirklich so, jeder hatte eine Stunde. Und zwar, das ist nicht Business oder so, sondern das kannst du auch für deine private Ehekrise. Was oder, auch immer ihn bewegt. Genau, ja. Eine Stunde die Arbeitszeit. Woche. Arbeitszeit. Das war wirklich so. Das wurde wirklich gut angenommen, haben die Menschen immer sehr, sehr dankbar gesehen, so dieses so selber entwickeln und alles drum. Ist der Coach extern oder auch bei euch angestellt? Mittlerweile angestellt, afterwards Freelancer. Jetzt werden wir es auch erweitern mit mehreren externen Coaches, weil wir so weit, so stark wachsen. Aber das ist so ein Thema. Das ist auch großer, ne, ein Wunsch. Das andere Thema, ich sag immer, ist natürlich
die Freiheit, glaube ich. Ja. In Bezug auf was? Naja, die Freiheit des Einzelnen. Das kommt auch, wird auch häufig Mitarbeiter, ne? Inwieweit ich mich entfalten kann und so weiter. Das wird auch in den Surveys, die ich gerade jetzt wieder hier bekommen habe, immer als sehr positiv. Ja. Das und dass wir das klingt jetzt ein bisschen wieder zurück zu meinen Wurzeln, für die, die es kennen werden, schmunzeln, der Waldorfschüler, aber zurück zu den Menschen im Menschen sehen und den Menschen wirklich ernst nehmen und wahrnehmen und nicht nur, natürlich rede ich auch manchmal von Ressourcenplanung, sollte man eigentlich nicht machen, aber es ist so, dass man wirklich... Das Individuum sehen und nicht in Konstrukt pressen. Genau, ja, dass man wirklich, und das auch lebt. Und das versuche ich wirklich ganz, ganz, ganz stark. Und wenn ich so ein Feedback kriege, ich kann dir die Frage nicht so einfach beantworten, wie du sie gerne hättest. So was macht ihr ganz genau. Aber wenn ich mit dem Mitarbeiter rede, gerade vorher, wie gesagt, hat eine treue Mitarbeiterin jetzt den Laden verlassen. Und ich war ganz gerührt, dass ich Blumen bekommen habe. Aber es ist ja auch ein schönes Zeichen, natürlich, dass jemand nach, ich weiß es jetzt, 3 Jahren, glaube ich, oder mehr, sich dankbar geht. Genau. Und einfach sagt so, und ich bin auch total dankbar für ihre Mitarbeit in der Zeit gewesen, aber das ist doch genau das, was ich wollte. Natürlich. Ich sage immer allen, die hier anfangen, wenn wir uns in 5 oder 10 Jahren auf der Straße treffen und weder ihr noch ich länger bei Contist bin, dann möchte ich ganz gerne, dass du mir zu mir sagst, das war die beste Firma, für die ich je gearbeitet habe. Und wie wir da hinkommen, das weiß ich nicht. Aber ich weiß eins ganz genau, es wird ganz sicher nicht ich sein, der diktiert, wie es ist, sondern wir müssen alle zusammen das gemeinschaftlich definieren. Ja. Sehr spannend. Führt mich zu letztendlich unserem letzten Punkt so. Du bist ja, sag jetzt mal, ein besonderer Charakter. Ja? Du bist vielleicht auch nicht ganz so lean, sondern du bist halt Ecke, Kante, du bist ein Charakter. Was würdest du Selbstständigen mitgeben? Also was sind so die Tipps, wo du sagst, okay, aus jetzt 8 Unternehmen und viele unterschiedliche Märkte, viele unterschiedliche Länder und was sind so die Key Facts, die Empfehlungen, die du jemandem mitgeben möchtest? Also zum einen ist es, was ich oftmals am Anfang selber falsch gemacht habe und was eines der wesentlichen Learnings ist die Geschwindigkeit, mit der wir Sachen tun müssen. Bei der Cocktailbar ist mir das noch sehr gut gelungen. Da haben wir in einem Monat wirklich von, das ist das Grundstück, bis wir machen auf, Tag und Nacht gearbeitet und das dann irgendwie hingekriegt. Aber dann habe ich viele Jahre lang auch so, ich muss jetzt mein Produkt down. Es dauert irgendwie mal ein Jahr, bis ich damit auf den Markt komme und dann das irgendwie teste und alles drum und dran. Und jetzt am Ende, ich bin wahrscheinlich noch nicht am Ende meiner beruflichen Laufzeit, aber jetzt am Ende von hier in unserem Gespräch, dieses ganze Thema Contist Steuerservice, das haben wir wirklich von der ersten Linie Programmierung bis die ersten 200 Kunden haben das Produkt genutzt, in ein bisschen mehr als 3 Monaten hinbekommen. Ja. Also absoluter Wahnsinn, für was ich vorher mit dem Banking hier noch ein Jahr gebraucht habe. Und das ist so wichtig, denke ich, diese wirkliche Geschwindigkeit. Man muss sofort an den Markt mit dem Thema gehen. Ja. Man hat immer Angst und man vermutet immer, das ist auch so das andere, die andere Tipp schon der nächste ist im Endeffekt, denk nicht, dass du wüsstest, was richtig ist. Ja. Natürlich baut es, wenn ich habe in meinem Leben schon mit 2000 Selbstständigen sicher oder mehr geredet, natürlich baut es Produkt, wo du denkst, das wird wirklich funktionieren. Aber dann musst du so schnell wie irgend möglich an den Mann oder an die Frau bringen und Feedback dir einzahlen und weiter iterieren. Ja. Und nicht diese Perfektion. Am Anfang habe ich immer gedacht, das muss schön und perfekt sein. Und heute bin ich viel, viel mehr in dieses Fast and Dirty. Erstmal rauskommen und dann das Feedback des Marktes einarbeiten. Auch, weil oftmals traut man sich nicht. Das ist immer so, traut euch, geht damit raus, habt keine Angst. Wer sich nicht für sein erstes MVP, ne, Minimal Viable Product, für den, der es nicht kennt, also das erste Version, mit der man rausgeht, schämt, der hat was falsch gemacht. Ja. Der hat zu lange gewartet. Der hat einfach wirklich zu lange gewartet. Ne? Und das andere, anderes Learning, was ich immer mitgeben möchte, ist, wie sagt man im Englischen, stay humble. Ja, Demut, genau. Du wirst fallen als Unternehmer und du wirst einen ordentlich auf die Fresse kriegen. Das passiert, das wird immer wieder passieren. Und wenn du vorher zu arrogant warst, und dann wird dieser Fall sehr, sehr tief sein. Ja.
Auch ich habe das in meinen Anfangsjahren, wenn ich da mich an mich selber zurückblicke, das wären Worte, die hätte ich besser mal schon damals zu mir selber sagen können. Also von dem her möchte ich gar nicht, das ist jetzt wirklich so ein bisschen so eine Selbstreflexion, ne? Aber Unternehmertum heißt, Dinge probieren, damit scheitern und auch wieder von vorne anzufangen. Und man muss diese Ehrfurcht und sich selber zurücknehmen und auch sagen, es ist nicht, du bist hier ganz sicher nicht der Held des Universums. Und ich persönlich habe es auch gerne so. Natürlich hat man einen großen Traum, wo man hin will. Ja. Aber, und ich weiß noch, so meine erste Firma, die ich gegründet habe, da dachte ich so, ja, so das nächste Facebook ist ja klar. Ne? What the fuck? Ja, das ist so im Endeffekt, hab eine Vision und dann zieh dich wieder zurück mit deinem Team und mach eine ehrliche Arbeit und guck, dass du ein cooles Produkt für deinen Kunden raushaust. Ja? Und Schritt für Schritt für Schritt. Ja? Dieses von den Sternen träumen, zeig doch erstmal, dass du liefern kannst, ja, und dass du das irgendwie hinkriegst, ja, und bau dir deine Geschichte auf und dann kannst du nachher auch mal irgendwann stolz sein, denke ich, wenn du wieder zurückblickst und so, aber dieses manchmal hier, dieses Berliner Marktgeschreie. Hauptsache laut, Hauptsache viel Dreck aufgewirbelt erstmal, um genau, viel Staub zu machen. Vor allen Dingen von den Jungen finde ich das manchmal so, ja, kannst du machen, aber dann, wenn du, hoffe, dich haut's nie auf die Fresse. Ne? Dass da noch geliefert werden kann, zu der Lautstärke, in der man gebrüllt hat. Genau. Und dann noch, vielleicht war es so ein bisschen dieses Thema, das hat man vorher kurz angesprochen, dieses Thema Co-Founder. Da habe ich auch immer noch großen Respekt vor, weil wenn man das 8-mal gemacht hat, dann hat man auch ein paar Mal da Fehler gemacht. Ich habe zum Beispiel 2-mal in meinem Leben Co-Founders gehabt, die sehr ähnlich meinem eigenen Skillset waren. Und das führt meistens zu großen Problemen. Betriebsblindheit dann wahrscheinlich. Nee, das nicht, sondern Konkurrenz. Also wenn wir beide... Das kann nicht jeder das Gleiche machen. Genau, ja. Und ich kann dann, wir beide sind Marketing-Spezialisten und sowas, ja, dann kann ich ziemlich genau beurteilen, was du tust, ja, und das kritisieren. Und im Endeffekt habe ich keine Abhängigkeit voneinander. Ne? Wenn ich einen super jemand habe, der in einem Bereich richtig gut ist, in dem ich eben überhaupt nicht scheine, ich bin jetzt eher, das wird wahrscheinlich allen Zuhörern an dem Punkt klar sein, der Kreative, nicht der Strukturierte. Das heißt, natürlich muss ich mich jetzt mit Co-Foundern auch umgeben oder mit anderen, die eher eben dieses analytisch-strukturelle Thema haben. Und häufig wird da nicht genügend drauf geachtet, auf dieses Persönlichkeitsgeschehen, sondern man achtet einfach drauf, du findest die Idee auch cool, komm, lass uns machen. Ja. Und meistens kennt man im eigenen Netzwerk ja auch dann eher die so gleichen, die gleichen Leute. Gleich zieht er gleich an. Und das kann sehr, sehr schmerzhaft sein. Und last but not least, mit Freunden ist immer eine große Gefahr, weil habe ich auch 2-mal gemacht, denn wenn du mit Freunden gründest und es läuft dann nicht gut und du musst dich voneinander trennen, dann verlierst du nicht nur einen Co-Founder, sondern auch noch einen Freund. Und das tut richtig weh. Braucht viel Charakter, damit das trotzdem funktioniert, und manchmal ist der dann ein bisschen anders als gedacht. Genau. Also ich meine, ich kenne auch Beispiele, ich kenne auch schon von Brüdern, die zusammen hinkriegen und alles drum dran, die Ausnahmen bestätigen die Regeln und sowas. Aber ich glaube, es ist immer, zum Beispiel Ben, mein jetziger Co-CEO und ich und so, wir haben zusammen studiert und zusammen in Studenten-WG-Zeiten zusammen gelebt und so. Aber wir haben uns auch sehr, sehr genau und lange vorher unterhalten und haben quasi gesagt, so wollen wir das, das ist das Risiko, wie verhalten wir uns, wenn dann doch mal irgendwas nicht funktionieren sollte. Den Worst Case durchgesprochen, bevor er passiert, um festzulegen. Wie mach einen Ehevertrag mit deiner Frau, vorher wird dir gerne geraten, zumindest sprich mal durch, was diese, mit deiner Frau, glaube ich, tun die wenigsten es durchsprechen, aber mit Co-Foundern sollte man es wirklich machen, ja, weil es passiert nur ganz selten. Also festzulegen, wie man sich sauber trennt, zu einer Zeit, wo man sich nicht trennen muss. Genau, ja, und auch dieses Moralische und die Werte und zu sagen, guck mal hier, wenn wir zu dem Punkt kommen, weil wenn du erfolgreich bist, wenn du nicht erfolgreich bist, dann platzt halt irgendwann mal, das geht dann meistens eh mit Ratsch und dann ist es nicht so, aber wenn du erfolgreich bist, kommst du zu einem anderen Problempunkt und das ist, dass verschiedene Gründer und Co-Founder für gewisse Phasen
Phasen die richtigen sind. Ne? Und nicht jeder ist mehr für die aktuelle Phase der Richtige. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du dich trennst, ist hoch. Ist, würde ich sagen, bei 90%. Ja? Und deswegen würde ich das immer ganz klar vorne machen. Das sind die Spielregeln. So verhalten wir uns, wenn wir das mal ansprechen. Wenn du das vorher gemacht hast, hast du nachher so viel einfacher die Möglichkeit. Und du kannst dich in Frieden trennen. Und dann wieder zurück zu, man trifft sich immer zweimal im Leben. Ja, mit dem einen oder anderen Co-Founder würde ich auch noch eine Firma gründen. Ja, aber nur deswegen, weil wir es eben halt auch gut geschafft haben, sich voneinander zu trennen. Ja. Tolle Worte. Vielen Dank. Das war's heute aus Berlin mit Christopher Plantner von Kontist. Das letzte Wort gebührt immer unserem Gast. Das spiele ich dir nochmal zu. Jetzt habe ich doch schon so viel gesagt heute. Ich danke dir und ich danke euch für das super Gespräch. Dankeschön. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, schau gerne auf unserer Homepage www.duhastpotenzial.de vorbei.